Kommt her. Nee, 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 das ist zu billig. So, und tschüss. Was ist das denn? Für Minen. Bist du der Letzte? Du bist das Letzte. Oh, da ist der Eingang. Was ist das denn? Zwei von euch? Ja. Nicht jetzt! Doch, doch. Ich hab keine Zeit für sowas. Oh, ich kann die mit so einem Ding hier. Nein! Reiß dich zusammen! Gleich geschafft! Harry! Kannst du mich hören? Ich finde dich, Kumpel! Ich komme! Ey, ich hau einfach alles auf die drauf. Alles, was ich hab. Okay, einen haben wir. Und der zweite folgt zugleich. Alter, bin ich vernichtet. Alter, bin ich zerstört. Wir sind super stark. Ist alles okay mit Haley? Noch nicht. Aber du schuldest mir noch ein paar Minuten. Halt durch! Haley! Nein! Hin, hin, hin! Oh, wow! Nicht schlecht! Sehr gut gemacht. Was machst du denn hier? Die Monster griffen an. Ich habe das Zentrum zum Schutz geöffnet. Was machst du hier? Sollst du nicht draußen kämpfen? Ich wollte dich retten. Ja, die kriegt das schon hin. Die kriegt das alles hin. Ich mag dich so sehr. Oh. Ich glaube, du magst mich. Möchtest du ausgehen? Das ist aber sehr offensiv. Auf ein Date? Das hier heißt Date? Okay. Wieder was gelernt. Neuer Anzug, gefällt mir, es steht dir. Das war keine Antwort. Ist das ein Ja? Ich bin jetzt eine weltberühmte Künstlerin. Ich muss in meinem Kalender nachsehen. Mal schauen. Ich kann ja nicht sagen, ob ich was mit so einem Typ wie dir anfange. Natürlich ist das ein Date. Wenn das hier alles vorbei ist. Tschüss. Die sind cute zusammen. Sehr cutes Pärchen. Pete! Okay, jetzt reicht's aber mit Cuteness. Pete? Pete? Was ist mit Pete? Harry! Oh. Hier ist Harry. Hinterlass deine Nachricht. Ich wollte gerade sagen. Ich habe mit Dr. Connors geredet. Er meinte, dass es zu spät für dich ist. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Harry. Ich hab's verbockt. Ich war furchtbar zu dir. Dein Traum. Unser Traum. Die Welt zu heilen. Es tut mir leid. Warte, warte. Schreib ihn nicht schon ab. Oh Gott. Schreib ihn nicht ab, schreib mal lieber dich ab. Ich glaube, das war's mit uns. Oh. Einfach zerstören, let's go. Peter, du bist hier. Ich bin hier. Das ist wahr. Moment, oh, bist du endlich bereit? Ja, ja, ja. Anzug, kann ich meinen Anzug ändern jetzt noch? Ich würde gerne einen passenden Anzug hierfür wählen. Wie wär's mit diesem hier? Einem klassischen, neuer rot-blauer Anzug. Finde ich besser. So ein bisschen passender. Bist du endlich bereit? Harry, ich kann nicht. Finde den Meteoriten. Frustriertes Knurren. Oh mein Gott. Hallo? Ich will dir helfen, Harry! Nein. Was geht denn hier ab? Spider-Man, wo bist du? Bist du da reingegangen? Ja. Du hattest recht. Es muss hier sein. Er muss. Sorry, ich konnte nicht. Ich weiß, Mann. Ich suche einen Weg rein. Alles wird gut. Es wird alles gut. Wir kriegen das alles hin. Wir sind super stark. Jetzt pass auf.
Aber eine Bombe reingeworfen. Ich muss zu den Meteoriten. Ich bin fast da. Oh mein Gott. Wie wir die am Zerstören sind einfach. Wir sind die hart am Bombardieren. Das ist schon echt krass. Harry, Harry, rede mit mir. Bitte hilf uns später. Wir brauchen Zweigwertigkeitspunkt. Ich versuch's, Kumpel. Ich versuch's, aber vorher können wir vielleicht unsere Fertigkeiten nochmal verbessern. Wir haben hier noch zwei Sachen, die wir machen können. Doppelter Netzlein-Takedown. Das hört sich gut an. Mit Lauer-Takedowns von einer Netzleine aus kannst du jetzt zwei Gegner gleichzeitig erwischen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch irgendwo im Lauer-Modus sein müssen. Erhöht die Zuwachsrate für Symbiontenwelle und Mega-Venom-Attacke. Ja, komm. Ich brauche nur den Meteoriten, okay? Junge, wo sind wir hier? Was ist hier passiert? Oh. Miles, ich sehe keinen Stein. Ich sehe nichts außer... Warte, ich bin gleich bei dir. Danke für die Hilfe, Pete. Oh mein Gott. Wir möchten dir etwas zeigen. Das sieht aber nicht so aus, als ob du mir was zeigen willst. Was hast du? Wir sind geheilt. Endlich frei. Das können wir allen schenken. Oh ja, das sieht nach einer rosigen Zukunft aus hier. Yes. Hey, Bro! Hey, Bro! Nicht cool. Wow, yes! Wir müssen hier weg. Wir müssen ihn besiegen. Junge, dieser Venom. Der sieht schon krass aus. Krasses Monstrum. Alles okay, Mann? Wir müssen MJ anrufen. Ich weiß, wo der Meteorit ist. Wir müssen MJ anrufen? EP3000, endlich frei. MJ, wir müssen uns alle bei Mays Haus treffen. Was ist da draußen los? Der Meteorit, in dem der Symbiont steckte. Er verwandelt damit die ganze Stadt. Ich weiß, wo er ist. Und wir stehlen ihn. Zeit für einen Schlachtplan. Bin dabei. Bis gleich zu Hause. Okay. Cool. Ich schau mal gerade, ob sich irgendwas freigeschaltet hat, aber nö, sieht die nicht danach aus. Aber irgendwo müssen wir doch noch diese komischen Experimente, wie heißen die nochmal? EMS-Experiment, genau. Wo kann man das denn machen? Ich habe keine Ahnung. 1 von 1. Hier haben wir gar nichts davon. Was war hier? Auch nichts. EMS-Experiment 1 von 1. Eins fehlt uns noch, aber ich weiß halt echt nicht, wo das sein soll. Wir werden es noch erfahren. Hoffe ich. Wir machen uns erstmal auf den Weg zu Mays Apartment oder alter Bude. Alter, guck mal auf die Minimap. Ganz ehrlich, da sind nur rote Punkte zu sehen. So. Wir fliegen einfach mal über dem Radar.
wie das einfach aussieht. Guck mal, der Avengers Tower. Da fliege ich mal gerade hin. Huch. Ja klar, gerade mal hinfliegen. Klappt ja super. Liebe Zuhörer, ich flehe Sie an. Bleiben Sie zu Hause. Verschließen Sie die Türen. Verrammeln Sie die Fenster. Vertrauen Sie niemandem. Die Stadt wird von erstickenden Ranken überzogen, die aus dem Boden wachsen und Kreaturen aus der Hölle selbst hervorbringen. Guck mal hier, der Avengers Tower. Voll krank. Und wollen uns übernehmen. Lassen Sie das nicht zu. Während die Regierung untätig bleibt, suchen meine treuen Hörer in allen Foren nach möglichen Schwächen dieser Kreaturen. Wir werden uns verteidigen. Wir wissen, dass wir nicht auf die Spider-Man zählen können. Als Maul. Wenn die Geschehnisse der letzten Wochen eins bewiesen haben, dann, dass die Helden alles nur noch schlimmer machen. In der Zwischenzeit passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie wachsam. Wir schaffen das. Ja, ja, klar. New York gibt nicht kampflos auf. Selbstverständlich nicht. Und ich werde da sein. An Ihrer Seite. Ja, klar. Und wo? An vorderster Front. Viel Glück. Auf dass wir alle das morgen erleben. Das sieht schon echt krass aus hier. Der Avengers Tower. Hier ist das Zeichen. Auch vollkommen eingenommen von Venom. Okay, weißt du was? Wir fliegen. Wir fliegen hin. Wir haben gerade eine sehr schöne Höhe, um rüber zu fliegen. Hier sind noch, glaube ich, so Luftströme, oder? Irgendwo? Dachte ich zumindest. Habe ich mich wohl getäuscht. Scheiße. Ich hoffe, wir schaffen es bis da hinten hin. Ja. Ja, komm. Das klappt. Sehr gut. Alter, die Stadt sieht so krass aus. Das haben die schon echt gut gemacht, muss ich sagen. Das macht echt Spaß, hier rumzufliegen. Aber auch vom Details her, von den Details, dass die ganze City eingenommen wurde von den Symbionten. Das ist schon stark gemacht. Wobei, hier eher nicht so. So, am Rande der City, das interessiert wohl Venom nicht. Ist dem scheißegal, der will nur das Zentrum. So, da wären wir. Was ist hier? Was? Dies ist deine letzte Chance, Ressourcen zu sammeln, um deine Ausrüstung vor dem Ende der Story aufzurüsten. Was? Moment, Anzug, ich meine, hier haben wir alles voll. Das ist ja voll aufgeladen. Geräte haben wir komplett maximiert. Das Einzige, was fehlt, sind die Fertigkeiten hier. Aber es geht ja um Ressourcen, nicht um Erfahrungspunkte, ne? Ja, dann können wir rein. Wir müssen ja nichts mehr sammeln. Dies ist deine letzte Chance. Ja, ja, ja. Endgame, Freunde. Das ist Endgame. Central Park Wasserspeicher. Was war das denn? Wassersystem. Pumpt überall Glibber hin und führt im Schwarmbewusstsein immer mehr zu. Wenn alle Symbionten aus Manhattan rauskommen. Leb wohl Erde. Hallo Glibberplanet. Was war das für ein Brettspiel? Der Meteorit ist die Quelle der ganzen Kraft, richtig? Er erzeugt Glibber und Symbionten. Aber erst seit Harry ihn repariert hat. Ja. Und der Teilchenbeschleuniger hat ihn überhaupt erst beschädigt. Bei niedriger Energie was abgetrennt. Also, was wäre, wenn wir die Energie hochdrehen? Bis auf über 11? Das könnte ihn zerstören. Und alle aus dem Schwarmbewusstsein befreien. Theoretisch. Aber der Speicher ist sicher voller Symbionten. Natürlich. Und du weißt, dass Harry den Stein nicht aus den Augen lassen wird. Es sei denn, er sieht etwas, das er noch mehr will. Mich. Den. Nur, ihr wisst schon, zu Illustrationszeiten. Der weiße Ritter. Harry ist Harry. Er glaubt, die Welt zu heilen. Aber der Traum ist nicht vollständig, ohne seinen besten Freund. Ich kann Harry von den Meteoriten weglocken. Und ich erledige die Symbionten. Und ich schnapp mir den Space-Stein. Zu Illustrationszwecken. Na klar. Okay, den Beschleuniger hochfahren.
Tschüss, Schwarmbewusstsein. Welt gerettet. Mhm. Wie wär's mit Churros? Theoretisch. Churros. Alter, ich hab Bock drauf jetzt. Connor sagte ja, für Harry sei es zu spät. Wenn du ihn nicht retten kannst, bist dazu du dazu wird es nicht kommen. Ihr beiden werdet den Stein rechtzeitig zerstören. Heilen wir die Welt. Diesmal wirklich. Let's go, Freunde. Wir vernichten alle Symbionten. Oder die zerstören uns. Und das war's dann mit der Welt. Oh, wir haben eine Mission mit der guten MJ, glaube ich. Also ist der Meteorit irgendwo in diesem Ding? Und Harry und seine Freunde. Hier. Dachte, du kannst etwas Schallkraft brauchen. Oh. Wann hast du das denn gemacht? Sie stehen einfach rum. Worauf warten sie? Auf Befehl. Hey. Ihres Meisters. Ich kann euch nicht genug danken. Für alles. Komm schon, Bro. Wir sind das Spider-Team. Und vergesst das nie. Die Spider-Man. Und MJ. Okay, er hat seinen Anti-Venom-Anzug an, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja. Ist okay, lassen wir das. Hey, Kumpel! Reagieren überhaupt nicht, oder? Willst du da drin rumsitzen und mit deinem Stein spielen? Du und ich, Harry. Wie wir immer wollten. Alter. Unsere Gabe wird endlich dir gehören. Aber hier ist der Haken. Du musst mich zuerst fangen. Okay, cool. Okay, er fängt natürlich ein bisschen Stunk an, damit MJ freie Bahn hat. MJ, jetzt! Die funktioniert, die Waffe, sehr gut. Warum benutzen wir die nicht mit Venom? Verstehe ich nicht. Mutiges, sorry, mutiges Girl. Sehr, sehr mutig. Okay. Schnapp dir den Meteoriten. Was war das? Oh, kann ich die Dinger... Oh, vielleicht das Ding hier? Oh, ja. Yeah. Diese Leuchtkacke noch hinterlassen. Erinnert mich jetzt gerade an Alien, den Film. Oder die Spiele. Was zum Teufel? Hilfe! Ich komme! Durchhalten! Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich glaube, der hat es hinter sich, oder? Was liegt hier? Eine Fackel? Brauchen wir nicht. War es das? Oscar? Norman lässt Valentin nach Harrys machen. Das wird ja... mehr als Leuchtfackeln hinterlassen. Nicht gut, nicht gut! Nicht gut? Was heißt so? Oh mein Gott.
richtiges Baller-Game jetzt hier. Okay, ja, ja, wir nehmen den Stein mit, MJ, gar kein Problem. Noch eine Sackgasse. Es gibt keine Sackgasse mit unserer Waffe. Der Meteorit. Ich muss da runter. Wie kriege ich die alle? Oh nein, ganz schlecht. Nein, nein, alles gut. Oh, da ist noch so ein... Junge, renn! Fuck. Okay, den Meteoriten abschießen ist vielleicht keine gute Idee. Komm her. Ich wollte ihn eigentlich hier hinlocken, aber scheiß drauf. Okay. Let's go, MJ. Schnapp ihn dir. Geht das überhaupt? Darfst du das Ding überhaupt anfassen? Ein ganz gewöhnlicher Stein, der die Welt vernichten könnte. Okay, sie kann ihn anfassen. Oh oh, oh oh. Yes! Genau so, MJ. Ab in den Rucksack. Jetzt wird's übel, glaube ich. Ich werde gleich überrannt. Hält sie weg. Fuck, fuck, fuck. Ja, ja. Renn, 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 renn. Ich will überhaupt nicht kämpfen. Scheiß auf die alle. Wie, was heißt denn, sei der richtige Weg? Kann es auch falsche Wege geben? Ich diesen Stein verliere. Tust du nicht. Alles vorbei. Es ist super dunkel, ich sehe nichts. Ich laufe einfach. Was draus aus dieser Hölle? Hinter dem Hubschrauber geht es nach draußen. Tschüss. Nein! Alter, wo lauf ich hin? Shit! Fuck, 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 fuck! Wo, wie komme ich hier hoch? Vielleicht muss ich einen anderen Weg nach oben finden. Oder kann man hier hoch trotzdem? Nee, nee, kann man nicht. Scheiße. Ich krieg Panik. Alter, ist das dunkel! Ich sehe gar nichts. Ich bin noch am Rennen. Oder ich muss alle umhauen hier. Das kann natürlich auch sein, was ja wenig Sinn macht. Weil ich muss ja abhauen von denen. Die sind ja unendlich. Ernsthaft? Die Leiter hoch, dann bin ich raus. Ach, plötzlich ist hier nichts mehr um die Leiter herum. Klar, liebes Spiel. Klar. Wow. Das kann doch nicht wahr sein. Sprinten? Wohin? Ich weiß nicht mal wohin. Der ist groß. Du bist tot. Nix, der ist groß. Hä? Soll ich den besiegen?
kann doch nicht wahr sein. Okay, Moment. Hier, wie wär's, wenn ich die Dinger hier... Die sind ja wieder da, zum Glück. Oh, hey, geil. Das hat ihm wehgetan. Das hat es wohl. Das auch. Nein, das nicht. Schön. Oh ja, zur Hälfte haben wir ihn schon. Wir besiegen als MJ. Kann ich zur Leiter, solange das Ding da ist? Nur noch einmal. Glaube ich. Komm her. Komm zu Papa. Mama. Was? Das Ding will ich verarschen. Aber ich bin schnell. Und jetzt nichts wie weg von hier. Wir haben es geschafft. Wir haben so ein Fettvieh mit MJ erledigt. Uns kann nichts mehr aufhalten. Bereit? Und hier, unser guter Peter wird von Venom verfolgt. Deine Begleitung ist sicher nicht zu unserem Klassentreffen eingeladen, Harry! Harry? Wolf Oscorp in der Turnhalle. Sind wir beste Freunde geworden? Ja. Stimmt. Und jetzt werden wir hier zu Brüdern. Was ist das denn? Komm zu uns. Bitte! Denk dran, was wir alles durchgemacht haben! Ich hau einfach alles drauf. Alles, was ich hab. Hast du vergessen, dass Flash uns 4 Jahre schikaniert hat? Da waren wir schon. Aber wir hatten uns! Nicht auf den Boden kommen! Nicht auf den Boden kommen. Okay, dann eben so. Bam. Du warst jeden Tag nach der Schule bei mir. Hast sogar übernachtet, als deine Mom krank war. Wir konnten sie nicht so sehen. Ich musste mich heilen, sorry. Als sie starb, an dem Tag auf dem Footballfeld, ich war da! Ich war immer da! Bist du hier wieder krank? Was macht er da? Schnell weg hier. Du hast uns verlassen, während wir um unser Leben kämpfen. Ich hab versucht, dich zu retten! Hat sich nicht so angefühlt. Jetzt, jetzt, jetzt! Oh-oh. Was geht denn jetzt ab? Werden wir nicht. Nein, nein, nein. Harry, niemals.